der Engelberg-Basistunnel bei Stuttgart. Baden-Württembergs längster und verkehrsreichster Autobahntunnel. Wichtige Verbindung zwischen der A81 und A8. Mit mehr als 120.000 Fahrzeugen pro Tag. Seit 2019 läuft hier neben der Verstärkung der Tunnelinnenschale außerdem die Generalsanierung der Tunnelbetriebstechnik. Ja, am ehesten ist das zu vergleichen, wenn jemand versucht, an seinem Auto den Motor, die Elektrik, ja sogar die Räder zu tauschen, während sich das Auto mit konstant hoher Geschwindigkeit weiter bewegt. Zwar hätte die komplette Baumaßnahme auch in kürzerer Zeit durchgeführt werden können, doch dann hätte man eine der beiden Röhren komplett sperren müssen, mit täglichen Dauerstaus als Folge. Die Verantwortlichen entschieden sich, 2 Jahre länger zu bauen, aber mit permanent 3 Fahrspuren pro Richtung. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, das Konzept geht auf. Im Regelbetrieb sind Staus trotz Dauerbaustelle selten. Wir befinden uns jetzt gerade direkt in der Einhausung, wo wir auf einer Länge von ca. 180 Metern die Tunnelinnenschale verstärken. Und das tatsächlich auf engstem Raum. Über die letzten 20 Jahre hat hier quellfähiges Anhydritgestein dem Tunnel massiv zugesetzt. Und deswegen bauen wir jetzt aus massiven Stahlträgern ein Stützkorsett ein. Die rechte Fahrbahnseite haben wir bereits betoniert und wenn die linke Seite fertig ist, dann werden noch Stahlträger an der Tunneldecke montiert. Die sollen zusammen mit den seitlichen Stahlträgern und der verstärkten Fahrbahnplatte die Druckkräfte aus dem Berg aufnehmen. Ganz ohne Sperrungen und dem Wegfall von einzelnen Fahrstreifen geht es aber trotzdem nicht. Fast unbemerkt wird hier eine Tunnelröhre in jeder Nacht zwischen 22 und 5 Uhr, also bei wenig Verkehr, komplett gesperrt. In regelmäßigen Abständen muss der komplette Tunnel gesperrt werden, um alle erforderlichen Arbeiten durchführen zu können. Seit 2019 laufen bereits die Arbeiten für die Verstärkung der Fahrbahnplatte und auch die Erneuerung der Sicherheits- und Betriebstechnik tatsächlich für die Verkehrsteilnehmenden weitestgehend unbemerkt, weil die Arbeiten bislang unter der Fahrbahn in den Abluft- und Medienkanälen stattgefunden haben. Die komplette Lüftungs- und Steuerungstechnik wird hier im laufenden Betrieb ausgetauscht. Das bedeutet, dass die neuen Komponenten eingespielt werden, solange die alte Anlage in Betrieb ist. Und erst dann, wenn beide Systeme parallel nebeneinander laufen, die neue Anlage in Betrieb geht.